Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 25.01.2023, es ist 7.47 Uhr. Ich bin erst um 7 aufgestanden und ja, jetzt haben wir schon fast um 8. Ich habe eben mal in meine E-Mails, in meine Arbeits-E-Mails geguckt und sehe da, ja, es sind irgendwie 175 Stück. Ich war 4 Tage nicht da. Was ist denn da passiert in den letzten Tagen? Also ich hatte, glaube ich, bei meinem Weihnachtsurlaub hatte ich, wie viel waren das, 200 E-Mails oder so? Und jetzt 175 in 4 Tagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Naja, ich gucke mir das nachher mal an. Ins Büro gehe ich heute doch nicht, weil die Kollegin, mit der ich mich treffen wollte, nicht da ist. Die hat mir heute auch schon geschrieben, hatte irgendwie mit dem Fuß was oder Knie hat sich, glaube ich, hingelegt und hingelegt in Form von hingefallen. Und ihr Knie ist etwas lädiert und deswegen wollte sie sich jetzt nicht ins Büro bewegen. Und ich werde das natürlich dann auch nutzen, von zu Hause aus arbeiten heute. Mütze trage ich wegen verrückter Frisur, ne? Also ich muss mir noch die Haare waschen. Ja, meine Brille kann ich abholen. Ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass meine Brille fertig ist. Also schon nach einer Woche, sogar weniger, war die sozusagen am Start. Das heißt, ich werde heute entweder in meiner Mittagspause oder dann vielleicht nach der Arbeit mal zu viel mein Fall und dann die Brille abholen. Dann kann ich sie morgen im Vlog schon mal zur Schau tragen. So der Plan. Hier gibt es ja noch mehr Licht. Geht das an? Ja, ansonsten schauen wir mal. Ich habe heute eine Handvoll Termine, jetzt nicht so viel, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, dann auf jeden Fall die E-Mails abarbeiten kann. Dann werde ich heute mit meiner Kollegin sprechen, dann noch mit einer anderen Kollegin und dann gucken wir mal, wo die Reise heute so hinführt. Gestreamt wird heute nicht, morgen auch nicht. Ich nehme 2 Tage frei vom Stream. Ich habe auch im Januar dann wieder 18 Streams, wenn wir Samstag und Sonntag noch dazu rechnen. Das ist schon, wie soll ich sagen, es ist nie genug, aber es ist mehr als genug in Form von Unterhaltung. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich diesen Monat schon gestreamt habe. Das müsste doch Twitch eigentlich auch ausgeben, oder? Wenn ich da mal ins Dashboard gehe, so, und dann in den analytischen Bereich und dann sage Januar, dann steht da, dass ich 65 Stunden gestreamt habe. Sehr viele 6-Stunden-Streams dabei. Und ja, das reicht aus. 1, 2, 3, 4, 6-Stunden-Streams. Sehr viele. Naja, fast sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stück mache ich dann, ja, diesen Monat. So sieht's aus. Ja. Gut, das ist es von mir. Mehr habe ich erstmal nicht. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch, eine schöne Woche Mitte und wir hören uns dann morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog. Kommt gut durch den Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss.